Wir haben gestern im US-30er, also im Dow Jones, erneut ein Reversal gesehen, erneut eine charttechnische Umkehr. Und die große Frage, die jetzt da im Raum steht in New York, für alle Trader, die sich das charttechnisch betrachten, aber die sich einfach auch orientieren, wo waren wir schon mal, ist, scheitert der US-30, scheitert der Dow Jones an dem Hoch hier bei 27.404,35. Das ist das bisherige Allzeithoch. Donald Trump will ja, dass wir in Richtung 30.000 gehen im Dow Jones. Er sagt, er hätte die amerikanische Notenbank die Zinsen so gesenkt, wie er das will. Dann wäre der Dow Jones wahrscheinlich schon bei, was weiß ich, 10.000 Punkte höher. Aber das sind wir nicht, sondern wir sind bei 27.067 Punkten. Und diese Unterstützung sollte besser gehalten werden. Um hier kein 1-2-3-Trendwendemuster zu reaktivieren, sollte der US-30 hier weiterhin an der Stelle gekauft werden. Dann hätte man die Möglichkeit für einen bullischen Druckaufbau in Richtung Allzeithoch. Schließt er darunter per Tagesschluss, dann wären 26.859 und tiefere Kurse möglich. Und das würde dann eben auch zur Saisonalität passen. Der Tagesschluss wird festgestellt um 23 Uhr für den US-30 Cash CFD. Also ganz, ganz wichtige Marke. 27.067 Punkte auf Tagesschlusskursbasis bitte beachten.